Ja, ist ja immerhin schon was. Na! Chuckelfisch, was habt ihr euch denn da ausgedacht? Die Sonnenarmee, das ist doch wirklich total unfair. Ist doch nicht. Das könnt ihr doch echt nicht machen. Mein Gott. Hier schlimmer als Game Freak. Ja. Wupp. Haben wir ein bisschen nett und so. Ja. Hallo. Hallo. Hallöchen. Ich will gib dir bla 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 und so weiter und so fort. Ja. Wir gehen mal. Ich gehe mal erstmal nach links. Nach unten könnte ich auch schon, aber nee. Ich gehe erstmal dahin. Wir wollen ja erstmal alles auskundschaften. Vielleicht ist ja noch was. Vielleicht ist ja noch so eine geile Hieb- und Stichwaffe oder gar eine Schusswaffe. Das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ja, da ist ja nichts. Ja. Metamanipulator kannst du natürlich auch nicht hier anwenden, weil. Ne, und so. Ne, dann können wir gleich auch. Ne, wie wäre das gedacht? Ja, wenn ihr so komische Viecher hier. So unfair und total übertrieben stark sind die auch noch. Hallo, hallo, hallo. So. Wupp, hallo, wupp. Hallo, wupp. So. Hallöchen. Boah. 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 So. Und wieder geht mit dir. Boah. Und schwupps. Du kleiner möchte gerne Elefant mit Säure aus dem Hand, aus der Hand, aus dem Handgelenk. Also an. Oh, yeah! Boah! Oh, ah! Boah! So, dann wupp dich und gehen weiter. Also die Schusswaffe ist wirklich... Oh, die ist wirklich das allerletzte hier. Da habe ich schon wesentlich dickere Wummen hier schon. Oder so wirklich so richtig... zum Einsatz kommen kannst. Hallo, hallo. Ja, siehst du, so dicke, schöne Schusswaffen und... Hallo. Ja, und... ich muss mit sowas Weicheiligem hier auskommen. Ist ja nicht normal. Lunobase Blaster oder irgendwie sowas. Ja, ich klau mal ein bisschen was aus dem Schülerspind. Ja, dann haben wir hier noch was. Und wenn wir hier nach rauf gehen, können wir natürlich auch theoretisch raufgehen. Aber nö. Da gibt es so vieles zu entdecken. Also ich konzentriere mich erstmal vorrangig auf das Spiel, auf das Spielen des Spiels an sich, weil es fordert auch schon meine Konzentration, meine Geduld heraus. Ich hier. Achso, war ich ja schon mal. Achso. Ist wirklich ein Labyrinth. Oder ist wirklich, ja, ne, und so. Wirklich hier rauf und rauf und rauf und runter. Mein Gott. Ich weiß selber nicht mehr, wo jetzt gerade der richtige Gang ist. Ich gehe einfach mal so auf gut Glück. Jupp. Gebe mir Licht. Ist alles nur für die Optik. Ja. Haben wir den versteckten Gang, gebe mir Licht. So. Haben wir noch links noch was, ganz links noch was? Access reached 95% of hazard. Und bam, und bam, und bam, und bam. Boom. Bam und 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 bam. Noch einer! Wie könnt ihr nur so übertrieben starke Gegner hier reinscheißen? Mein Gottchen, aber auch. Ist wirklich Unfairness at its finest. Könnte man auch so sagen. So. Löchen, ihr kleinen Bergarbeiter, wie könnt ihr es nur? Ich glaube, der ist nur neidisch drauf, dass ich auch dicke geile Waffen haben. Na, ist ja... Herz allerliebst.
Ja. Schade, dass man hier keine Safe States setzen kann. So. Ich trinke mal einen Schluck Wasser, weil ich habe schon ein bisschen gelabert. Ja, einen Schluck Wasser habe ich jetzt auch schon genommen. Hier sind wir schon ziemlich nah am Endgegner. Relativ nah. Ja. Pickhaft. Salbe, wie viel können wir denn eigentlich noch? Wie viel haben wir denn noch? 15, so. Na und so weiter und so fort. Ich hoffe, die Musik, die ist nicht zu laut, weil beim letzten Mal war sie doch ein bisschen lauter, als ich mir das vorgestellt habe. Wir sind ja hier noch von diesen komischen Säureleuten hier. Hallo! Ah! Michigan Wikinger! Au! Oh! Oh! Mein Gott, ich fickt euch! Müsst ihr wirklich ihr Level, ihr Programmierer von Starbound, müsst ihr wirklich echt so starke schweißgebadete Schweinemenschen hier im Spiel implementieren? Da kann ich, glaube, möchte ich auch lieber cheaten, als dass ich hier auf ehrliche Weise jetzt durchspiele, weil was ihr hier macht, ist wirklich unfassbar. Und dann lachen sich diese Hartz-IV-Poker 1 ins Fäustchen. Sweet Sweet Big Speak, Big Pack, irgendwas, so. Wollen wir den, ich organisiere das mal um. Ich könnte ja mal nur so... Hui! Manipulator-Modul, unfassbar. Ich mach mal kurz, ich mal kurz um. 2,4... Mach mal nur. Und wo habe ich denn das eigentlich nochmal? Scheiße, Mist. Ach. Wo war denn dieses Backpack-Ding nochmal? Scheiße, mein Gott. Wir haben hier ein bisschen Futter, das schon angammelt. Mann, bin ich blind oder bin ich doof? So, und dieses Backpack-Zeugs, wo hab ich das nochmal? Ich sehe das einfach nicht. Genau so, ach, weißt du was? Tun wir jetzt einfach hier ran. So, wirklich. Und wo haben wir das Space Suite-Teil? Nirgends. Ach, hier ist das. Nee, oder hab ich das schon? Hab ich schon. Mein Gott, wie blöd kann ich denn eigentlich nur sein? So. Jetzt gehen wir mal nach unten. Mit Action geladener. Irgendwas Mucke, irgendwie so Mucke, irgendwie, ja. Jo. Und hier kommst du natürlich nicht eher durch, bis du, ne, und so. Wie viel Euro haben wir? Das hier oben ist quasi so eine Art Speicherpunkt. Falls du mal K.O. gehen solltest, dann kann, falls ich mal K.O. gehe. Ne, damit ich hier die ganze Strecke nicht mal hier durchlatschen muss. So, und das hier ab dir, das kann richtig frickelig werden. Husch! Verschwinde! Du bist hier keine Hilfe! Ja, du alte Lava-Oma. So! Und langsam merke ich hier, dass hier das ein bisschen Herzrasen, ne? So. Wenn du hier, wenn ich hier einmal durch bin, ne, wenn sie hier einmal durch, dann kannst du ihn nicht mehr wieder abhauen. Und ich habe wirklich vergessen, wie man diesen Endgegner noch mal besiegt. Muss ich wirklich noch mal kurz durchatmen und dann Auge zu und durch. Oh. Action Terror. Oh. 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 So. Der Erdschuss-Hütter. Puh.
muss immer hier irgendwie so... Also durch. Ich hoffe, dass ich das hier noch irgendwie schaffe, weil... Der mit seinen komischen Energiestrahlen... Der mit seinen Urchus-Hudder... Oh. Das ist wirklich die eigentliche Scheiße! Oh! Es wäre so viel einfacher, wenn und so. So, jetzt kommt die Energiescheiße hier. Wupp, 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 wupp. Welche Richtung bewegt sich das? Muss ich hier mich bewegen, Mann. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, deswegen kann ich hier gerade nicht richtig toll labern. Aber ich hoffe... Muss ich hier... Das ist immer richtig scheiße knapp hier. Das war ja einfacher als gedacht. Mann, 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 sogar beim ersten Versuch. Ich habe früher wirklich, das ist jetzt ohne Scheiß, da habe ich wirklich sicherlich eine halbe Stunde oder eine Stunde oder so dran gesessen, nur um den hier zu besiegen. Ja, bla bla bla, ich verstehe zwar nicht, was du sagst, aber ist mir auch wurscht. So, dann gehen wir mal rauf. Dann haben wir diesen Erdschusshörer-Typen hier besiegt. Bla 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 bla. So. Schwupp dich. Yeah. Den Erdschusskristall obtain. Ich habe den Erdschusskristall in Besitz ergriffen. Ich habe ihn bekommen. Gut gemacht. Gut gemacht. Nun haben wir genug Erdschuss, um das Schiff vollständig zu reparieren. Können wir auch die Maschine... Nee, ich gehe mal kurz mal hier in die Truhe. Die haben wir ja schon hier in Betrieb genommen. Die Truhe. Ja. Soll ruhig arbeiten. Stromverschwendung, Ressourcenverschwendung, was auch immer. Back to the Outpost. Return to the second Teleshop. Stop Teleshop, irgendwas. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. So. Ich drehe mir jetzt mal die Musik wieder ein bisschen. Yep. Except. So. Oh. Der mit diesem Piratenauge. Perfekt. Das wird nun seine Arbeit machen. Ich werde jetzt mich daran machen, dein Schiff sofort zu reparieren. Okay. Linux-Pinguine reparieren das Schiff. Den Antrieb. Jo. So, und jetzt wurde das Schiff repariert. So schnell kann es gehen. Geh jetzt wieder dieser komischen Quatsch-Oma. Diese Oma, die da so richtig viel quatscht. Und lass dir einen Auftrag geben. Ja, mein Herr, meine Herren. Danke, Domina. Du bist meine Domina. Gib mir einen Auftrag. Und wenn ich versage, dann heißt es, bestrafe mich. Bestrafe mich. Deine Größe macht mich klein. Du darfst mein Bestrafer sein. Rammstein, so. It was no mean feat. Well done, dear. Now that your ship is in full working order, we can get started on your task at hand. It was. Also, Belohnungen habe ich wieder so eine Wundertüte bekommen und 50 Euro. Bevor du loslegst und richtig abdüst, werde ich dir, und so weiter und so fort, und den Scan-Modus benutzt, werde ich dir bei mir mit dem Manipulator-Scan-Modus benutzt. Es ist eine Menge Sachen, die du da in deiner Umgebung lernen kannst, und der Außenposten dabei keine Ausnahme. Drücke einfach N, um dich mit dem Scanner auszurüsten, und so weiter und so fort. Den Rest könnt ihr selber übersetzen, weil ich habe keine Lust dazu. Also drücken wir mal N. So, habe ich hier. Der Glorious, Geld ist leid und so weiter und so fort.
Ich drücke jetzt einfach mal drauf los hier, so. Hallo, du komischer, dicker, übergewichtiger Fool. Tour. Wipp. So. Wir machen mal wupp. Und hier kann man sehen, wie weit man schon ist mit dieser Quest. Also quasi so die Fortschrittsanzeige davon. Lalalalala. Hallöchen. A Penguin mit Blue Torch. Ja. Mit einer Sauerstoffkernlanze kannst du alles machen. Aber mit einer Blue Torch genauso. Wupp. Mit Klickern einfach mal hier so drauf los, ist einfach schneller, als wenn ich das erklären würde. So, ich krieg mal hier den Telemort. Ja, ich höre einfach nicht drauf. Ist eine Zahl, hier ist eine Lampe. Und hier sehen wir schon, wir sind schon fast die Hälfte durch.